So, einen wunderschönen guten Morgen, 8.32 Uhr aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 9. Februar 2022, 8.32 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir haben auf der rechten Seite unsere Charts und wir haben ein Gap bei 15,3 und das werden wir versuchen, hier erstmal anzusteuern. 15.307 Long, 15.292 Short. Das ist die sogenannte Big Number. Und hier auch gleich zu den Spielregeln. Wenn diese Big Number getradet wird, treten wir sie dreimal. Geht der Kurs aber nach oben, werden wir natürlich switchen von 15.3 auf 15.4. Wie waren die Boxen gestern? Wie waren die Vola bzw. Blue Boxen? Gab es gestern kleine Boxen? Es gab gestern Nachmittag diese Boxen 29, 26, beide fantastisch und direkt beim ersten Anlauf in den Gewinn gelaufen. So soll es sein. Also Boxen, wenn wir jetzt auch bei der Strategie bleiben, die blau sind, die kleiner sind als 30, treten wir auf jeden Fall. Wenn sie sogar kleiner sind als 20, gehe ich aktuell ein erhöhtes Risiko ein. Also bin ich risikobereiter. So, wir sehen dann und switchen auf die grünen Boxen. Wie war das gestern dort? Wir sehen hier auf 5 Minuten, ja, weil die Boxen, diese Art der Darstellung der Volatilitätsboxen spielen die Zeitebene keine Rolle. Wir sehen auf 5 Minuten direkt durchgerauscht hier, so soll es sein. Dann haben wir hier und erst zur Abendstunde, da treten wir nicht, ja, also Primetime. Und wenn wir jetzt schon da bleiben, wir gucken einmal auf unseren Bereich, wo kommt die Vola Box Forecast rein? Bei 15.309 ist das untere Level, also direkt um und bei der Big Number kommt die den Bereich rein. Jetzt die Frage natürlich bei 15.3, wir haben Daily Pivot heute bei 15.268, ja. Das sind dann auch nachher die Zielmarken, die werden wir jetzt einmal kurz einzeichnen. Per Hand. Okay, wir haben hier als Unterstützung klar den Daily Pivot. Danach folgt automatisch die 50er Zone, die dann hier schon mehr wie die Weise da unten sind. Also 1, 2 und dann haben wir freie Bahn bis zur Big Number. Dort unten. Oben heraus haben wir jetzt aktuell klar die Big Number und dann die 50er Zone, die wird hier sein, genau, die wird so in dem Bereich die Unterstützungszone sein. Das sind die Zielmarken heute, die wir ansteuern könnten. Parallel dazu natürlich die Vola Boxen. Und jetzt, wie jeden Morgen, gehen wir einmal in den Wetterbericht der Märkte und schauen an, was machen die Märkte. Gibt es da große Veränderungen? Wir fangen heute wieder von unten an. Ethereum mit dem Template Zickzack-Linie. So, okay, fangen an beim Daily. Der Kurs befindet sich nach wie vor im Tageschart unterhalb des gleitenden Durchschnitts, das heißt Short. 4 Stunden Long, Stunde Short, nochmal Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Also da wieder die Gewichtung eher Richtung Süden. Bitcoin Daily sind wir Short. 43.000, 4 Stunden sind wir long, Stunde sind wir noch long, 30 short, 15 short und 5 auch short. Also da kommen aktuell keine neuen Impulse in Long-Modus rein. Schauen wir uns den Dow Jones an, den amerikanischen Index auf Daily-Basis. Sind wir long? 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten short. Da also heute eher long. S&P 500, der amerikanische 500 Index, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Also auch hier, also leichte Gewichtung wieder Long. Kommen wir in den spannenden Thema Technologiebörse, Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Also auch da leichte Gewichtung nach oben. Öl, der GI Ewing Trade. Also Daily Long,
4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten Short. Leichte Tendenzen in die Erholungsphase. Ihr merkt das an meiner Stimme. Da freut sich im Unterbewusstsein jemand. Ja, ich Gold Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Short und 5 Short. Aber hier würde ich klar eher Long im Gold aktuell die Stimmung. Kommen wir zum DAX. Daily Short. 4 Stunden Short. 30 Long. Stunde. Entschuldigung. Stunde Long. 30 Long. 15 Long und 5 auch. Also wir haben hier diese. Den Schweizer Käse, den deutschen Käse hier. Das Gap sehen wir sehr schön hier in dem Chart. Und wenn wir auf 15 Minuten gehen, sehen wir das hier oben nach wie vor. Das dürfen wir nicht vergessen. Eine Kurslücke steht. 15.600. Die Kurslücke. Ja. Und 30 Minuten sehen wir das schön. Ja. Und Stunde sehen wir auch hier. Alle Gaps hier wäre eventuell nochmal bei 15,9 auch noch eine Kurslücke. Das sind ja dann dementsprechend Zielmarken. Ja, alles andere ist geschlossen. Und wenn wir jetzt mal Fibonacci-Zone nehmen, das letzte Hoch, letzte Tief, dann sind wir jetzt beim 38er, 50er, erst um den Bereich bei 15.479 wäre dann Weg frei oben in Richtung Gap Close. Ja. Wenn wir das Ganze auf Daily nach wie vor betrachten, auf Tagesbasis, hier sehen wir, wow, da haben wir den Deckel oben drauf und wir haben hier unten den Deckel drauf. So, und das ist die Spielwiese des DAXes aktuell. Von dem Tief 14.800 zu 16.310 und alles, was da drinne ist, ist Ping-Pong und gut für uns, Volatilität. Ja, der Markt läuft rein, raus, ja, aber einen Trend aktuell hier zu erkennen ist noch nicht. Ja, viele Marktteilnehmer sagen, wenn diese Marke gebrochen wird unten herum, dann geht es weiter short. So wird die Marke oben durchbrochen und das ist auch mal dunkelgrün. Hier, dann geht es nach oben. Jetzt haben wir hier ein bisschen Farbenlehre. So sieht das Bild aus. Aber können wir daraus was machen? Nein, wir können natürlich warten, bis er unten ausbricht. Wir können warten, bis er oben ausbricht. Oder wie wir es machen im Club, wir treten einfach das, was kommt und versuchen, diese Bewegung sauber auszunutzen. Und das war dann heute eine etwas längere Ausführung. Und schließen den Chart und konzentrieren uns jetzt auf unsere Setups. Und wir gehen auch direkt MTX. Ja, wir sehen schon in Vorbereitung, da kommt was. Wir haben es ja gestern auch getradet. Ja, einmal haben wir hier als klassisch und als Box. Wie viele Punkte haben wir zum Daily Pivot? 71. Also wenn das hier ein Signal wird, dann bereiten wir uns gleich vor. Deswegen werde ich die 20 Minuten vor Markteröffnung diesen Chart als Mittelpunkt bzw. hier an die Seite legen, damit wir das auch nicht verpassen. So, 4 Minuten und 2 Sekunden. So, Update 9:14 Uhr. Wir stehen kurz vor der Big Number 15.407. 15.4. Er muss dort reinlaufen in die Box. Berührt hat er sie, aber noch nicht. Wir brauchen 1,5 Punkte, damit die Box erstmal aktiviert wird. 9:14 Uhr. So, das Warten hat jetzt ein Ende. Wir sind short, meine Damen und Herren. Wir sind im ersten Trade jetzt short. Uhrzeit 9:20 Uhr. Big Number Trade für das Protokoll und auch für unser Videotagebuch. Erster Trade. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst und dann ist die Zielmarke hier oben.